Max Veloso. Darashi. Veloso. Veloso gegen Girinzi, Wanchak. Darashi, kein Offside von Wanchak, deshalb Girinzi. Veloso. Tun wir im eigenen Strafraum, mit Ausnahme von Steffen. Rein, fernzuhalten. Ausnahme der Abschluss von Regazzoni vor 2-3 Minuten. Ansonsten gibt es da kaum ein Vordringen. Thuner Strafraum jetzt vielleicht. Hier beinahe mit dem Erfolg. Immer noch Regazzoni, Darashi, immer noch Regazzoni. Und da ist Veloso und Fer. Das war jetzt die beste Chance. Die hatte Max Veloso. In der 58. Minute hervorragend reagiert. Unentschieden und 5 Niederlagen. Das Dorbjörn alles andere also als eine Festung gewesen in dieser Meisterschaft. Aber die sieht noch entschlossen aus der Kabine zurückgegangen. Veloso. Edmilson Fernandes. Veloso. Ein rassiges Spiel jetzt, wirklich, auch in beiden schon wieder weniger bedeutsam. Torflaute beendet das schon, aber ein Rückstand dennoch erneut eingehandelt beim FC Sion. Das war natürlich höchst naiv, wie die Sittener, die euphorisiert waren nach dem ersehnten Tor, wie sie da... Stepan Kukuruzovic verliert den Ball, ohne dass ein Foulspiel vorliegt. Janik. Da sind Lücken da im Zürcher Abwehrverbund. Karlen. Dich. Jetzt aber alles klar für diesen Eckstoß. Da sieht er noch. Brecher draußen. Sehr flüssiges Spiel, phasenweise gar hektisch und Sion immer wieder gefährlich mit Gegenangriffen. Veloso, jetzt kann er selbst schießen. Veloso! Ein Traumtor zum 4:2 für den FC Sion. Max Veloso, gebürtiger Portugiese, aufgewachsen in Neuenburg. Und Spieler für den FC Sion. Er trifft zum 4:2. Das schönste Tor von heute Abend. Das vierte Tor von FC Sion. Veloso. Besser kannst du den Ball nicht mehr aufs Tor bringen. Aber die Zürcher Abwehr macht da erneut keine gute Figur. Weder Team City noch Raphael Koch sind rausgerückt. D'origine portugaise pour ce jeune joueur sélectionné en U20 suisse. C'est parti pour Veloso. Ah oui, lui. Il le place bien ce ballon sous la transversale de Brasil. Agora também os apoiantes do Sion. Os pés. É o Reta, ele que é aplaudido aí por alguns adeptos. Próximas alterações então na equipa do Benfica. Mitrov. Para a área do Benfica, corta Luizão. Pé de Léo. Esta é uma imagem fantástica. Atenção ao livre e que golaço! Atenção que é de um português.
Max Veloso a fazer um golaço. Poucos adeptos do Sion, ainda assim, muito ruidosos aqui presentes. E vale a pena falar deste homem, Maximiliano Veloso. E que golaço, a bola a bater lá mesmo. É, exatamente, lá mesmo onde dorme a coruja, como alguém dizia. Este... Temos agora o pontapé livre para a equipa do Sion. Indicações de Jesus para dentro do campo. Bola batida ali e o golo a surgir. O golo a surgir. Cá está, ao segundo poste. Pontapé livre para ser batido. Atenção máxima na área, mas Max Veloso agora não quis cruzar, quis rematar. Veloso. Jetzt hier ausführen. Veloso, der Tomek Ferranti. Etwas gar mutig. Aber Modu. Dem Christophe eigentlich. In bester Position. Allerdings mittlerweile auch ein Außenbandriss im linken Fuß im März dieses Jahres. Was macht hier für Veloso? Veloso. Bamodu. So, Bamodu bietet sich an. Christophe Kundi, im Rest des FC Zürich, der Mann, der von St. Gallen gekommen ist, ehrlicher hier durch Raphael Koch, die Chance für den FC Sion, Überzahl im Strafraum, und dann ist es Da Costa, zweimal nach Geschenken, die Offside-Falle nicht geklappt, nicht geklappt hat es auch für Gavranovic. Zwar Wannin zum Spiel tat hier, dann aber den Ball sich zu weit vorgelegt hat. Lacroix war Ferrati. Jartej. Novi dobar napad gostujućih futbalera, ipak zaustavljen, postavlja za Modua. On je već duboko na polovini protivnika. Modu. Veloso. Modu odigra u ovim trenucima jer Sion ima rezultatski zaostatak posle više od pola sata igre. Ali evo napada koji obećava. Christophe je sada prešao na levu stranu. Modu čeka loptu. Nesporazum. To je ta neuigranost koja je lako uočljiva. Još je... Sadom Žalama je Čavušević. Nater ponovo. Bio je neoprezan. Kreće silovito u nastavku u potrazi za izjednačenjem. Sioni u kupu. S druge strane, St. Gallen naravno dva meča u prvenstvu igra kao domać. Amodu. Veloso. Der Neugekommene. Veloso mit einer guten Flanke, aber Witwo. Veloso. Bamodu. Wichtige Intervention von Hochstraße. Veloso, Mascha. Regelstoß über Veloso. Im Zentrum lauert Christophe. Auf der Gegenseite Freddy Mbeng. So ist auf eigene Distanz angespielt. 1 gegen 1 Situation. Ja. Gutes Dribbling. Etwas weniger gut dann der Aktivposten ist. Beiden Gästen. Jung.
so heiklen Situation. Aber wahrscheinlich wäre alles nur noch schlimmer. Geng. Wanchak.
Thank you.